Liebe Genossinnen, liebe Beschäftigten aus dem Krankenhaus Neuperla, ich bin die Resi und ich komme vom offenen Frauentreffen München und wir sind solidarisch mit eurem Kampf, den Kreißsaal in Neuperlach zu erhalten und stehen an eurer Seite. Denn Geburtshilfe ist ein Frauenrecht und wir müssen für unsere körperliche Selbstbestimmung kämpfen. Körperliche Selbstbestimmung ist nicht nur das Recht auf einen freien und entkriminalisierten Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen, sondern auch die freie Wahl des Geburtsortes und eine bedürfnisorientierte Betreuung während der Geburt. Durch die Schließung des einzigen Level 4 Kreißsaals in München wird die eh schon prekäre medizinische und geburtshilfliche Versorgung für Frauen und gebärfähige Personen weiter verschlechtert. Den Kreißsaal zu schließen bedeutet weitere Fahrtwege, um ein Kind in einem Krankenhaus zu gebären. Es bedeutet keine wohnortnahe Gesundheitsversorgung und eine immer eingeschränktere Wahl des Geburtsorts sowie eine Überfüllung der verbleibenden Kreißsäle, die schon jetzt häufig aufgrund von Personalmangel keine adäquate Betreuung während der Geburt gewährleisten können. Für die Hebammen, PflegerInnen und KinderkrankenpflegerInnen bedeutet es, einen Standort aufgeben zu müssen, in dem sie bisher im Angestelltenverhältnis gearbeitet haben. Gleichzeitig sind Hebammen oder Pflegeberufe Care-Berufe, die zum Großteil von Frauen ausgeübt werden. Diese erhalten keine ausreichende finanzielle Anerkennung und Menschen, die darin arbeiten, leiden in der aktuellen Krise besonders unter der Inflation und den höher werdenden Preisen. Dies sollte nicht sein, was nur uns Frauen was angeht, sondern etwas, was uns alle betrifft. PolitikerInnen zeigen damit mal wieder, welchen Stellenwert die Gesundheit von Frauen und Familien haben und dass im Endeffekt schwarze Zahlen auf der Jahresendabrechnung darüber entscheiden, ob eine Geburtsstation erhalten wird oder nicht. Wir dürfen nicht zulassen, dass der Kreißsaal geschlossen wird. Die drohende Schließung ist nicht nur eine unverhältnismäßige personelle und wirtschaftliche Entscheidung, sondern auch eine Bedrohung für die Frauengesundheit und eine generelle Verschlechterung der Geburtshilfe in München. Lasst uns also gemeinsam mit den Hebammen und PflegerInnen aus Neuperlach dafür kämpfen, dass der Kreißsaal in Neuperlach erhalten bleibt. Denn wie wir geboren werden, geht uns alle an.